Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Black Sails. Wir sind hier runtergefallen und ich weiß nicht genau, was wir tun sollen. So angelt sich nichts. Wir angeln also nichts. Wir haben Alkohol, wir haben gefüllte Flaschen. Die Flaschen sind mit frischem Wasser gefüllt. Kann ich aber so ein Leder machen? Das frische Wasser sollte ich lieber nicht verschwenden. Wer weiß, wofür ich den Alkohol noch brauche. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Aber an welcher, das ist die Frage. Kann ich mich da vielleicht hochhangeln? Na. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Da kann ich mich ja hochangeln. So angelt sich nichts. So angelt sich nichts. Irgendwas übersehe ich hier noch. Da die Tagebuchseite, die hatten wir schon. Der Schraubstock, kann ich den Schraubendreher vielleicht kleiner machen? Der Schraubenzieher hilft mir da kaum weiter. Aber irgendwas anderes, oder was? Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Ja, ist nur mal die Frage, an welcher, ne? Ah, ein Kartenstück. Ein Teil des Schiffplans. Auf dem Plan ist ein Lüftungsschacht zwischen der Kapitänskajüte und einem anderen Raum zu erkennen. Okay. Ein Öltank. Wollen wir Öl auslaufen lassen? Hier gibt es nichts zum Auf- oder Zuschrauben. Hä? Bis hoch zum Kran führt dieses armdicke Tau. Die Kette könnte sicher hilfreich sein, um die Ladung zu entfernen, aber sie direkt hier anzubringen geht nicht. Die Kette könnte sicher hilfreich sein, um die Ladung zu entfernen, aber sie direkt hier anzubringen geht nicht. Wo denn sonst? Ah, ein Speiseplan. Kommen wir da ran? Können wir den sehen? Montag Eintopf, Dienstag Eintopf, Mittwoch Eintopf, geil. Donnerstag Eintopf, Freitag Eintopf, Samstag Eintopf, Sonntag Eintopf mit Erbswurst. Sonntag ist der beste Tag. Kann ich das vielleicht mit dem Kranseil benutzen? Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Sie will sie aber nicht direkt damit verwenden. Warum nicht? Der Tür? Nee, ne? Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Die Kette könnte sicher hilfreich sein, um die Ladung zu entfernen, aber sie direkt hier anzubringen geht nicht. Warum denn nicht? Was? Ich verstehe nicht. Die alten Säcke sind an einigen Stellen aufgeplatzt. Darin wird Kakao gelagert. Oder was davon noch übrig ist. Lecker Kakao. Würfel. Damit hat sich die Mannschaft wohl die Zeit vertrieben. Ich kann das Zahnrad Nein. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Zahnrad mit dem Zahnrad? Könnte man das da einbauen? Ja, Entschuldigung. Hier wird die Kransteuerung übersetzt. Aber mit gerissenem Riemen funktioniert sie nicht. Kann ich vielleicht das Leder als Riemen nutzen? So in einem Stück kann ich das Leder nicht als Keilriemen verwenden. Aber vielleicht kann ich es weiterverarbeiten. Hätte ich jetzt mal noch das Rasiermesser? Kann ich da vielleicht am Schraubstock? So hilft mir das Leder nicht weiter. Am Schraubstock? So hilft mir das Leder nicht weiter. So hilft mir das Leder nicht weiter. Hier gibt es nichts zum Auf- oder Zuschrauben. So angelt sich nichts. Okay, das Leder könnte als Keilriemen genutzt werden, aber wie? So hilft mir das Leder nicht weiter. Aber wie? Da ist noch eine Tafel. Die haben wir noch übersehen. Ein Topf à la Boy. 3 Liter Wasser, eine Dose Dörrfleisch, eine Dose Stockfisch, alles 10 Minuten kochen, Reste vom Vortag reinwerfen, servieren. Beilage, Zwieback. Nachtisch, eine Dose Sauerkraut. Bäh. Muss ich das irgendwann noch kochen, oder was? Sprachrohr. Ach, guck mal. Moment. Höre ich das Stimmen? Lex? Bist du das? Anna, beruhige dich. Ist wahrscheinlich nur der Wind. Moment. Höre ich das Stimmen? Lex? Komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff.
Aber da kann ich was aufnehmen. Eine Zange! Mit der Zange kann ich bestimmt etwas anfangen. Eine schwere Zange. Sie hat zwar ihre besten Tage lange hinter sich, aber ich kann sie noch benutzen. Da kann ich mit der Zange nichts ausrichten. Schade. Jetzt habe ich eine Zange. Was mache ich mit einer Zange? Ist das da noch irgendwas? Nee. Ich damit was machen? Da kann ich mit der Zange nichts ausrichten. Da kann ich mit der Zange nichts ausrichten. Wir finden Sachen und ich weiß wieder nicht, wofür wir sie... Und diese ständigen Kamerawechsel machen es auch nicht leichter. Schraubstock, Werkbank, Werkbank. Da ist auch alles leer. Ladegut, Rohre. Komisch. Ja, ja, komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Danke, dass das Zischen mal aufhört. Das nervt ein bisschen. Was mache ich denn mit einer Zange? Da kann ich mit der Zange nichts ausrichten. Da kann ich mit der Zange nichts ausrichten. Da kann ich mit der Zange nichts ausrichten. Aber wo kann ich denn mit der Zange was ausrichten? Die Kisten sehen noch recht intakt aus. Mit der Zange konnte ich die verrosteten Nägel aus der Kiste ziehen. Alles, was von ihr übrig ist, sind ein paar Bretter und ein halbwegs erhaltener Nagel. Und die Zange ist weg. Okay, kann ich auch vielleicht mit dem Nagel an der Pumpe... Kamera, was tust du? Ah, da, ich will dahin. Nagelpumpe? Der Nagel ist zu schmal. Er würde wieder raus. Nicht gerade der richtige Ort für einen Nagel. Ein Brett ist nicht gerade der richtige Ort für einen Nagel. Kann ich den denn verbreitern hier in der Schraubzwinge? Ah. Ich habe den Nagel verbogen. Jetzt habe ich einen Haken. Ein Haken? Ich dachte, wir machen den vielleicht was breiter. Einhaken kann ich da nichts. An die Kette kannst du nichts einhaken, ja? Einhaken kann ich da nichts. Lötstelle. So hilft mir das Leder nicht weiter. Einhaken kann ich da nichts. An dieser Stelle wurde das Rohr notdürftig geflickt. Es ist sogar schon etwas undicht. Mit genug Hitze auf diesen Lötpunkt würde hier der Dampf komplett ausströmen. Komisch. Ja, komisch. Ich will doch nur gehen. Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Wo bin ich? Wo bin ich denn? Komm aus dem Boden raus. Danke. Dann läuft sie einmal durch den Boden. Kann ich den Haken denn hier dann anbringen? Einhaken kann ich da nicht. Wieso denn nicht? Haken, Kette. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Kann ich das jetzt da anbringen? Die Kette könnte sicher hilfreich sein, um die Ladung zu entfernen. Aber sie direkt hier anzubringen, geht nicht. Hey, aber wo denn sonst? Wo denn sonst, wenn nicht an der Ladung? Wo soll ich die denn anbringen? Die Lex hat etwas zum Desinfizieren und Verbinden finden, die Treppe der Messe reparieren. Achso, gut, wir haben ja natürlich jetzt ein Brett. Mit den Brettern sollte sich die Treppe reparieren lassen. Ah. Was auch immer sie da jetzt hämmert. Ist gar nicht so schlecht geworden. Ich kann wieder raus. Yay. Super. Dann gucken wir nochmal hier nach oben. Wer ist da? Ganz ruhig, Anne. Du bildest dir das nur ein. Hoffentlich. Hoffentlich. Wozu sind all diese Geräte gut? Irgendetwas muss hier passiert sein. Kein Kapitän würde sein Schiff einfach so im Stich lassen. Vielleicht hat es eine Meuterei gegeben. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Vielleicht finde ich etwas heraus. Ja, eine Karte. Ein Teil des Schiffplans. Ich setze es zusammen. Auf dem Plan ist sowohl ein Lüftungsschacht zwischen der Kapitänskajüte und einem anderen Raum zu erkennen, als auch die Verbindung der Kransteuerung mit der Maschine in der Messe. Ich erkenne da gar nichts, aber gut.
Kartentisch. Der Tisch ist abgeschlossen. Ich bräuchte etwas, um das Schloss zu knacken. Ein Schraubenzieher. Tatsache. Verdammt. Doch mit dem Schraubenzieher werde ich das nicht aufbekommen. Ich brauche ein feineres Werkzeug. Ein Haken. Einhaken kann ich da nicht. Das muss wohl ein Souvenir aus einer der Städte sein, die das Schiff angelaufen hat. Unten hing wohl mal ein Zettel dran, aber der scheint abgerissen zu sein. Okay. Draußen sehe ich den Bug des Schiffes. Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Verdammt, das Steuer lässt sich kein Stück bewegen. Oh Gott, was für ein Geräusch. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Kompass spielt völlig verrückt. Wie kann das sein? Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Hand, was? Handlock? Damit kann man die Geschwindigkeit bestimmen. Aha. Seil hochziehen. Merkwürdig. Nichts passiert. Weil? War das jetzt hilfreich, diese Videosequenz? Merkwürdig. Nichts passiert. Vielleicht ist die Kransteuerung defekt. Okay, das dreht sich also nur, um es auch nochmal gemacht zu haben, falls da irgendwas passiert. Okay. Nichts passiert. Vielleicht ist die Kransteuerung defekt. Da muss da so eine Art Keilriemen zwischen. Die beiden Zahnräder. Bei starkem Seegang muss das Gitter immer geschlossen bleiben. Captain Marquez. Da ist das Deck des Schiffes. Ich kann nicht viel erkennen, aber ich sehe über dem Deck ein großes Gerüst. Womöglich ein Kran? Wahrscheinlich. Das Ding ist wurmstichig. Diesen Seilen würde ich mein Leben nicht anvertrauen. Irgendetwas blockiert die Tür. So komme ich nie raus. Rettungsboot blockiert die Tür. Schön. Also müssen wir über den Kran reparieren. Da kommen wir nicht mehr hoch. Weil wir auch jetzt keine anderen Bretter haben. Durch den heißen Dampfstrahl sollte ich besser nicht durchlaufen. Ah, sie würde durchlaufen, wenn der Dampfstrahl nicht da wäre. Okay, gut zu wissen. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich meine, wir haben immerhin schon Alkohol. Wir müssen irgendwie das Leder noch irgendwie... Anna, hörst du mich? Ja. Ich sollte Lex schleunigst verarzten. Aber wo könnte ich bloß einen Verband finden? Ja, das ist die große Frage. Da ist der Wartungsschacht. Achso, hier brauchen wir immer noch Schrauben. Hier brauchen wir immer noch Schrauben. Die Schranktür ist noch zu. Mit dem Haken? Nee. Einhaken kann ich da nichts. Nee. Einschlagen? Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Achso, das könnten wir ja machen in unserem Startraum. Da ist der, wo geht's denn hier eigentlich lang? Die Luke geht durch die Schiffswand. Sie ist sehr verrostet. Auch wenn sie offen wäre, würde man direkt im Wasser landen. Werte Herren, mit der Privatsphäre wird es auf diesem Schiff offenbar nicht sehr genau genommen. Ich habe Ihren Kapitän davon in Kenntnis setzen müssen, dass einer von Ihnen in meine Kabine eingedrungen ist und mein Tagebuch entwendet hat. Mehr noch, in einem Akt von perfidem Vandalismus hat der Täter das Tagebuch auch noch zerrissen und in alle Winde verteilt. Ich hoffe, Sie amüsieren sich köstlich über Ihren Scherz, aber glauben Sie nicht, dass ich noch einmal meine Hilfe anbieten werde, wenn es zu einem Unfall kommt. Dr. Eduardo Juarez. Okay.
Die Tür ist verschlossen. Es muss das Arztzimmer sein. Am Ende des Zimmers ist ein Lüftungsschacht. Der muss in die Kapitänskajüte führen. Ah, okay. Die Tür ist verschlossen. Kapitän, warte, dann bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, bevor ich irgendwo anders hingehe und das wieder vergesse, gehe jetzt nochmal in die Kapitänskajüte. Waren wir da überhaupt schon? Ah, da kommen wir gar nicht hin, ne? Da ist ja der Dampf ist da im Weg. Da ist der Dampf im Weg. Oder? Ich glaube schon. Dann gehen wir doch erstmal woanders hin. Hier zum Beispiel. Die Tür ist verschlossen. Schade. Dann gehen wir erstmal wieder nach Hause hier. Ach, Kapitänskajüte? Stand da gerade Kapitänskajüte? Ach, das ist die Kapitänskajüte. Ich habe schon mal Alkohol. Willst du einen Schluck? Verdammt, wo warst du so lange? Entschuldigung. Und was war das für ein Lärm? Wolltest du den Kahn versenken? Sind wir mal nett? Komm, wir sind nett. Tut mir leid, dass ich so lange weg war. Naja, er kann schon die Zeit richtig abschätzen auf diesem seltsamen Schiff. Ich bin durch eine morsche Treppe gebrochen und habe die Schiffsmesse gefunden. Und die Mannschaft? Keine Spur. Ich glaube, das Schiff ist verlassen. So, glaube ich nicht. Ich höre die seltsamsten Geräusche. Und alles scheint sich zu bewegen. Ich denke, wir sollten sofort deine Blutung stoppen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass du vernünftiges Verbandszeug findest. Vielleicht ist ja doch ein Arzt an Bord. Oder an Bord gewesen. Ja. Ja. Können wir ihm schon den Alkohol geben? Und? Hast du schon was gefunden? Ich habe Desinfektionsmittel gefunden. Sehr gut. Und jetzt muss die Wunde verbunden werden. Ja, da habe ich ja noch nichts. Aus der Kapitänskajüte. Warte, wir können mal gucken, können wir den denn hier rauswerfen? Wenn ich das Lok aus dem Fenster werfe, ohne die Zeit messen zu können, bin ich kein Stück weiter. Achso, das stimmt. Wo ist denn hier dieser Lüftungsschacht? Warte mal, da ist eine Tasche. Die habe ich ja gar nicht gesehen. In der Tasche sind von der Feuchtigkeit zerfressene Dokumente. Okay, war auch nicht sonderlich wichtig. Hier ist der Lüftungsschacht. Können wir den mit dem Schraubenzieher denn öffnen? Ja! Jetzt kann ich mir den Lüftungsschacht genauer anschauen. Tun wir das. Was ist das denn? Dämmmaterial. Dämmmaterial kann ich vielleicht noch gebrauchen. Ein Schädelbohrer. Der Schädelbohrer liegt so tief im Schacht. So kann ich ihn mir nicht angeln. Aber mit einer Angelrute. Schön, dass du seltsame schon angeln sagst. Seltsame Vorstellung, wie man Fische fängt. Seltsame Vorstellung, wie man Fische fängt. Okay. Einhaken kann ich da nichts. Einhaken kann ich da nichts. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Okay, wir haben Dämmmaterial. Können wir damit vielleicht das Gas, was so austritt, irgendwie am weiteren Austreten hindern? Das wäre jetzt mein nächster Plan. Die Messe. Was mir bis jetzt als einziges negativ auffällt, ist die Kameraführung. Die ist echt nicht schön. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Nö, da strömt ja kein Gas aus oder so. Es gibt hier nichts, was Nein. ich abdichten oder dämmen müsste. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall musst du hier irgendwas dichten oder dämmen. Auf gar keinen Fall. Komisch. Ja, komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Kann ich eigentlich auch so gehen? Ne, WASD oder... Ja. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches... Das Rad dreht sich immer nach rechts. Das Rad dreht sich immer nach links. Aha. Die Kette könnte mir an anderer Stelle... Also wir müssen irgendwie sein. Das Leder...
Wie, ich habe keine Ahnung von Lederverarbeitung. Ich habe noch nie Leder verarbeitet. Wie kriegt man das denn irgendwie schmaler oder. Was? Nein, ich wollte. Nein, geh doch mal. Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. So hilft mir das Leder nicht weiter. So hilft mir das Leder nicht weiter. Ich dachte, vielleicht mit heißer Luft könnte man da irgendwas mitmachen. Okay, ich kann jetzt leider nicht mehr so viel reden. Ich muss eben schon ganz oft husten und alles rausschneiden. Aber das reicht erstmal für die erste Aufnahmesession. Lasst mich doch wissen, wie es euch gefallen hat, ob ihr da mehr von sehen wollt oder eher nicht so. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Black Sails. Macht's gut. Tschüsschen.